Okay, schon wieder eine neue Rubrik. Bei der wird es um Dinge gehen, die irgendwie so ein bisschen was wert sind. Also how to make money with the Mist in der Garage. Also was wert ist. Ja? Irgendwie habe ich mal festgestellt, dass relativ viele Leute irgendwelches Zeugs zu Hause haben, von dem sie gar nicht denken, dass es so ein bisschen was wert sein könnte. Ja? Also irgendwelche Schuhe oder Klamotten, die 30, 40 Jahre alt sind, Poster, Schallplatten, ganz egal was. Ich meine, nicht unbedingt eine Million wert, ja, aber schon 20, 30, 40 Euro, bei denen man denkt, komisch, ne? Einfach nur alt, aber schon irgendwie was wert. Und anfangen jetzt in dieser neuen Rubrik werde ich mit einer meiner grandiosen Fehlinvestitionen. Und das ist jenes. Eine Otti-Fantenuhr. Mal auf dem Flohmarkt gesehen und ich dachte, 50 Cent, ey, das könnte doch echt was wert sein. Ist doch bestimmt aus den 80ern, vielleicht sogar aus den 70ern. Und noch nie gesehen. Ne? Und die ganze Belegschaft hier außenrum hat sie eigentlich auch noch nie gesehen. Ich habe sie auch nie wieder gesehen. Ne? Und es ist Junghans, was ich gerade festgestellt habe. Das ist das Ding. Und es ist made in Germany. Und vor allen Dingen funktioniert sie. Ja? Funktioniert einwandfrei. Bimmelt ab und zu mal. Wenn eine Batterie drin ist, funktioniert sie auf jeden Fall. Man, die ist es nicht mehr so. Aber funktioniert. Steht im Wohnzimmer und funktioniert. Aber absolut nichts wert, gell? Danke.